Das Kachelon-Konzert beginnt wohl schon jetzt. Na, wenn das mich stört, obwohl Herr Wiegand das noch nicht hat, dann muss ich schon ein bisschen lauter machen. Zuerst die Auflagen. Bei polizeilichen Lautsprecher- bzw. Megafon-Durchsagen sind der eigene Lautsprecherbetrieb und die Verwendung von Megafonen unverzüglich einzustellen. Bei allen Reden, Musikbeiträgen und sonstigen Äußerungen ist der öffentliche Frieden zu wahren. Es ist untersagt, zum Hass bzw. zur Gewalt gegen Bevölkerungsgruppen, insbesondere gegen Ausländer, aufzurufen. Die Menschenwürde anderer darf nicht verletzt werden, indem Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig, verächtlich gemacht oder verleumdet werden. Bei Einsatz von akustischen Hilfsmitteln bzw. technischen Schallverstärkern darf die Gesamtlautstärke einen Höchstwert von 75 Dezibel gemessen in einer Entfernung von 10 Metern zur Emissionsquelle Lautsprecher nicht überschritten werden. Ja, das ist egal. Wie gesagt, das sind Steuergelder. Also Herr Wiegand, der gibt heute extra für uns ein Carillon-Konzert, was offiziell erst 19.30 Uhr stattfinden wird. Und er macht wahrscheinlich gerade den Soundcheck und hofft, dass Sie uns dadurch nicht hören können. Das ist aber kein Problem. Wir haben entsprechende Technik mitgebracht, dass Sie es doch vermögen. Dieses Carillon-Konzert, dafür werden 350 Stühle nachher gleich 18 Uhr oder ab 18.30 Uhr aufgestellt werden, was Sie, liebe Steuerzahler, ungefähr 1.000 Euro an die aufstellende Firma kosten wird. Und das macht Herr Wiegand einschließlich, um die Versammlungsfreiheit einzuschränken bzw. zu verhindern. Das heißt, es wird wieder ein Carillon-Konzert geben zur nächsten Demonstration, die wir durchführen. Die ist am Sonnabend wieder 14 Uhr hier auf dem Markt, die darauffolgende am Montag 19 Uhr auf dem Markt. Sie können sich bei mir später bedanken nach 19 Uhr für die vielen Carillon Konzerte, die ich jetzt in letzter Zeit für die Stadthalle organisieren lasse. Danke, aber bezahlen müssen Sie sie. Der Steuerzahler kommt schließlich dafür auf. Willkommen zur Montagsdemonstration Nummer, Max? 248. Solange wir hier stehen können, werden wir die Meinungsfreiheit, auch Ihre, die Versammlungsfreiheit, Artikel 8 Grundgesetz natürlich verteidigen, mit allen rechtlichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Wir werden uns weigern, diese Stadt exemplarisch für ganz Deutschland in einer Diktatur um einen kleinen Sonnenkönig namens Bernd Wiegand verwandeln zu lassen. Herr Wiegand hat etwas gegen Demokratie, gegen Meinungsfreiheit und gegen Versammlungsfreiheit. Das hat er auch angekündigt. Könnte ich Ihnen jetzt vorspielen, ginge 5 Minuten. Er hat gesagt, er möchte, um Versammlungen hier zu verunmöglichen, den Raum auf dem Markt verknappen. Und genau dieser Rummelplatz, den Sie dort sehen mit den 4 fast identischen Kinderkarussellen und den verschiedenen Fressbuden, den haben Sie mir zu verdanken in Zeiten von Corona, in der jede Kirmes abgesagt wird, in der Volksfeste verboten werden. Das Laternenfest haben wir dieses Jahr nicht. Und ich habe dafür gesorgt, dass Herr Wiegand keine Kosten, Ihre Kosten, keine Mühen scheut und hier einen Rummelplatz für Sie installiert, um, wie er meint, den Marktplatz, den Raum auf dem Markt zu verknappen. Und Herr, ja, das ist jetzt, das ist ja, wie ganz Freunde machen Partys ohne Maske, ja, wie ganz selbst, der in Corona-Zeiten, währenddessen die Händler, also wegen deren, diese Corona-Zeiten, wegen deren die Händler barmen, der Umsatz um die Gewerbesteuer um die Hälfte zurückgegangen ist, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der Umsatz in der Tourismusbranche um 74%, also die Bettenauslastung der Hotels und Pensionen um 74% zurückgegangen sind, macht Wiegand ohne jegliche Maske, macht er da am Heidesee Partys und lässt sich da mit irgendwelchen Stars fotografieren. Das nennt man schon Starallüren. Wenn Sie die Maske tragen sollen und Herr Wiegand sich davon ausnimmt, von dieser Pflicht, also Sie sollten mal diese Ungleichbehandlung, jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich, Sie erinnern sich, auch im Grundgesetz verankert, diese Ungleichbehandlung, die sich dieser kleine Sonnenkönig Bernd Wiegand hier in Halle herausnimmt und von Ihnen das Tragen der Masken verlangt, und zwar, er wurde gefragt, im Rahmen einer Pressekonferenz der Stadt wurde er gefragt,
Herr Wiegand, wie lange müssen wir denn die Masken tragen? Sofort, ich habe das sogar hier irgendwo auf dem... Ach ja, hier. Was muss passieren, damit in alle die Maskenpflicht aufgehoben wird? Beziehungsweise, wann ist damit zu rechnen, dass man in Halle dann keine Maske mehr tragen muss? Dann wir einen Impfstoff haben. Also Herr Wiegand geht da mit Frau Merkel unisono und sagt, sie müssen die Masken tragen, während er sie natürlich nicht bei seinen Kuschelpartys am Heidesee tragen muss. Sie müssen die Masken tragen, bis wir einen Impfstoff haben. Sollen sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Verwaltungen und in den Einkaufsgeschäften, sollen sie verpflichtet, verdonnert werden, gezwungen werden, diese Masken zu tragen, die nachweislich gesundheitsschädlich sind. Normalerweise ist unser Motto, das Motto der Demonstration, der Montagsdemonstrationen, die ist heute am Dienstag ausnahmsweise, weil gestern war es verunmöglicht worden durch die Versammlungsbehörde und einer gewissen Gesetzeslage im Versammlungsrecht Sachsen-Anhalt, ging es am 17. nicht, dass wir heute am 18.8. 18.18 Uhr, also 18.18 Uhr und 18 Sekunden eine Demonstration durchführen können, das scheint kein Problem zu sein, ist auch kein Problem. Wir sind, wenn Migant uns eine Demonstration nimmt auf dem Markt, gibt es eine Ersatzdemonstration auf dem Markt. Also das heißt, er gewinnt null damit, er verschleudert eben nur ihre Steuergelder und bereichert diesen Marktplatz um Attraktionen, die unsrige, also unsere Attraktion wurde dabei natürlich nicht los. Wir begannen im Jahre 2014 unter dem Motto für Frieden, ehrliche Medien, soziale Gerechtigkeit, die wievielte Max nochmal? Die 248. Montagsdemonstration ist das am heutigen Dienstag, dem 18.8. für Frieden und ehrliche Medien. 2014, damals wähnten wir uns und viele andere, 140 Städte gleichzeitig, hatten damals Montagsdemonstrationen durchgeführt für Frieden, ehrliche Medien, soziale Gerechtigkeit, weil wir uns wähnten am Rand eines Dritten Weltkrieges, weil die Lügenpresse, die schon seit den 70er Jahren durch Linke so benannt wurde, die hatten damals vor Bild, also vor Springer demonstriert, die Lügenpresse hetzte und rührte die Trommeln, damit die NATO einen bewaffneten Konflikt gegen Russland sucht und findet. Und gerade wir in Halle hatten damals verdammte Angst, wenn es zu einem solchen käme, wären wir in Halle auf jeden Fall Ziel durch die Nähe zum Flughafen, der ja durch die NATO gerade aktuell wieder als Übungsflugplatz auch benutzt wird. Das heißt, käme es hier zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO, wäre Halle natürlich platt. Und deswegen sind wir auf die Straße gegangen. Ehrliche Medien, die Medien hatten damals nicht die Wahrheit berichtet und tun es auch heute nicht. Sie verhetzen uns regelmäßig als rechts, als gar als faschistische Demonstrationen, was total Quatsch ist. Wenn Sie hier irgendetwas Faschistisches hören, dann sagen Sie das bitte sofort, das ist Faschismus. Und fragen Sie bitte nicht den Enrico Seppelt von Du bist Halle, der gehört eigentlich zu diesen Hetzern, die regelmäßig gegen diese Friedensdemonstrationen sozusagen hetzen. Frieden! Der Konflikt zwischen NATO und Russland ist jetzt nicht mehr so aktuell und das haben wir eigentlich der Tatsache zu verdanken, dass Trump damals zum Präsidenten gewählt worden ist. Wäre es Hillary Clinton geworden, wären wir wahrscheinlich schon innerhalb einer militärischen Auseinandersetzung zwischen NATO und Russland. Der Frieden ist zwar der äußere Frieden, also die Gefahr eines Dritten Weltkrieges ist zwar etwas in die Ferne gerückt, aber dafür ist seit 2015, seit der irren Grenzöffnung der mutmaßlich irren Kanzlerin, seit 2015 ist der innere Frieden dieses Landes, also in diesem Lande quasi, nicht mehr existent. Und genau deswegen ist das Thema Frieden, der des inneren Frieden, innerer Frieden herrscht in diesem Land nicht. Wenn Frauen sich nachts nicht mehr über die Straßen laufen, trauen können, ohne Gefahr zu laufen, eben vergewaltigt zu werden, ohne Gefahr zu laufen, vergewaltigt oder zumindest sexuell angegriffen zu werden. Wenn alte Leute jetzt ihre Flaschen, die sie zum Aufbessern der Rente brauchen, die sie aus den Mülleimern suchen müssen, wenn sie das jetzt am Tag voller Scham machen tun, weil es auch das abends zu gefährlich geworden ist, dann haben wir diesen inneren Frieden
im Lande quasi nicht mehr. Wobei wir schon wieder bei sozialer Gerechtigkeit sind. Soziale Gerechtigkeit ist es nicht, Milliarden ins Ausland zu verschenken und überall zu rufen, Refugees welcome, und dafür Milliarden bereitzustellen. Und gleichzeitig sind wir hier in Halle, wo wir auch auf einer kleinen Steuerverschwendung sind, auch der Wiegand hier macht. Halle ist eine der ärmsten Städte von Deutschland. Eine Stadt mit der größten Kinderarmut nach Essen. Das sollte Ihnen bewusst sein. 30% aller Kinder sind hier auf Sozialhilfe angewiesen. Und wir haben auch mit die größte Arbeitslosigkeit, den geringsten Bildungsstand durch eine verfehlte rot-grüne Politik. Die Agenda läuft ja seit damals diesen 80er Jahren, als die Grünen im Westen und die SPD, als die damals den Gang durch die Instanzen, seit den 68ern, als sie ihren Instanzengang begannen und nach die Macht übernommen haben im Bildungsapparat. Und deswegen ist natürlich jetzt auch von dieser guten DDR-Bildung, die wir damals bis 89 noch genossen haben, davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Zum Beispiel die so integrierten Migrantenkinder, die hier, die haben zu 38% schaffen die ihren Abschluss nicht. Und das habe ich zum Beispiel auch aus der Seite Du bist Halle, die diese Statistiken auseinandergenommen hat. Und uns hat man 2015 erzählt, dass diese Leute doch unsere Rente erarbeiten sollen und die Wirtschaft hier wieder nach vorn bringen sollen. Das Land ist am Boden und Corona ist quasi nur noch der letzte Sargnagel geworden. Natürlich ist in unserer Berichterstattung auf den Demonstrationen Corona immer mehr in den Vordergrund gerückt, weil auch das direkt in die soziale Gerechtigkeit, der es hier im Lande fehlt, eingreift. Sie haben schon mal von der Corona-Warm-Up gehört, 19 Millionen Menschen haben, 19 Millionen sollen die bereits installiert haben. Sie taugt im Prinzip gar nichts. Sie ist fehlerhaft und funktioniert in öffentlichen Nahverkehr funktioniert sie wohl überhaupt nicht richtig. Dazu möchte ich Ihnen meinen ersten Bericht verlesen. Nächster Hammer: ausgerechnet im ÖPNV funktioniert die Corona Warn App nicht richtig. Neue diese Corona Warn App hat im Erstjahr kostet die 20 Millionen hat die gekostet in der Erstellung und 35 Millionen kostet die pro Jahr. Nein, 50 Millionen hat die gekostet in der Erstellung, oder? 50 in der Erstellung. Auf jeden Fall 35 Folgekosten pro Jahr. Diese Millionen stellt der Steuerzahler zur Verfügung, wie Wiegand den Sand, die Rummelplätze, die Stühle, die jetzt hier sinnloserweise aufgestellt werden, weil sie leer bleiben werden. Bleiben Sie bitte bis nach 19.30 Uhr und beobachten, wie viel Prozent der Stühle, die Wiegand hier... Hier gibt's Ärger. Hier vorne gibt's Ärger. Holen Sie mal den Opa weg. Der Opa wird... Der wird hier sehr aggressiv. Also er fängt hier fängt einer an, die Leute zu schlagen. Was? Ich weiß nicht. Ich gehe mal weiter im Text. Also wie gesagt, beschweren Sie sich bei Wiegand, wenn er hier 1000 Euro für jedes Carillon-Konzert ausgibt. Das sind Ihre Steuergelder und Halle gleichzeitig eine der ärmsten Städte ist. Da hängt hier richtig was schief und schief im Kopf vermutlich des Herrn Wiegand. Neue unfassbare Details zur Corona-Warn-App. Diese entpuppt sich als riesiger Rohrkrepierer, weitaus schlimmer als zu ihrem Release im Frühsommer befürchtet. Nun zeigt eine irische Studie, dass die Kontaktverfolgung bei den staatlichen Corona-Warn-Apps innerhalb der EU, die auf Auslandsbestimmung per Bluetooth setzen, auf Abstandsbestimmung per Bluetooth setzen, etwa im öffentlichen Nahverkehr, regelmäßig versagt, womit die ganze App letztlich wirkungslos ist. Also wie gesagt, 35 Millionen Euro Wartungskosten im Jahr und das für nichts, verpufft, eingesteckt von irgendwelchen überteuerten Firmen, die diese App entwickelt haben. Denn gerade in Bus und Bahn, wenn überhaupt, kommt es zu zwangsläufigen Unterschreitungen des Mindestabstandes. Und dies durchaus auch über Zeiträume von 15 Minuten hinweg. Der Mindestfrist aber die Begegnungen mit als infiziert Gemeldeten überhaupt erst meldet. Wenn die Anwendung hier versagt, dann bringt sie überhaupt nichts. Nicht einmal dann, wenn, was nie der Fall war, eine hinreichende Zahl an Menschen sie installieren,
nutzen und vor allem im positiven, im Falle positiver Testergebnisse dies freiwillig dem RKI mitteilen. Kein Wunder, dass die App zum Totalflop wurde, was die absurden Kosten ihrer Entwicklung im oberen zweistelligen Millionenbereich nur noch skandalöser macht. Wie viele der zuletzt über 13 Millionen deutschen Downloads tatsächlich in eine auch nur temporäre Nutzung der App münden, ist völlig unklar. Nur ein Bruchteil nutzt sie wohl tatsächlich. Heikle AfD-Anfrage bei der Regierung. Vergangene Woche stellte die AfD-Bundestagsabgeordnete Joanna Kotar die ketzerische schriftliche Anfrage an die Bundesregierung, ob bisher auch nur ein Fall bekannt sei, bei dem die Corona-App dazu geführt habe, dass der Betreffende sich testen ließ und danach tatsächlich positiv war. Die Antwort steht noch aus. Wie begründet die Zweifel sind, ergab sich schon aus der Tatsache, dass bislang, so Kotar, nur lächerliche 1300 Tanz von der App ausgeworfen wurden. Zu der ÖPNV-Studie und den Bluetooth-Macken weist das Portal heise.de, das über die Pannen bei der Kontaktverfolgung in Deutschland als erstes berichtet wurde, darauf hin, dass für viele Menschen, die in öffentlichen Verkehrsmitteln fremden Personen nahe kommen, die Ergebnisse weiterer Gruppen und die Reaktionen der App-Entwickler darauf ein wichtiges Entscheidungskriterium für die weitere Nutzung der App sein dürfte. Auch den ÖPNV-Betreibern, so heise, dürfte an einer raschen Klärung gelegen sein. So, Mirko, willst du jetzt schon zwischendurch? Gut, ich übergebe erstmal, um es nicht so langweilig, kannst du